HLF1 rückt zum Einsatz aus. Das Hilfeleistungslöschpumpfahrzeug 1 ist soeben am Einsatzort eingetroffen. Angriffstrupp zur Brandbekämpfung mit 5 Zählingen in Richtung dieses Felsens mit ersten Rohr zur Brandbekämpfung vor. Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 15. Feuerwehr. Wir haben einen neuen Einsatz bekommen. Eine Garage steht in Brand. Und in diesem Haus wohnt der Bauer dieses großen Bauernhofes. Und seine Garage steht aus noch bisher unklaren Gründen in Brand. Ihr habt es gerade schon vielleicht schon gesehen, das HLF1 ist schon am Einsatzort eingetroffen. Und ich fahre jetzt weiter zum Einsatz mit den TLF-1. Das Tanklöschfahrzeug 1 rückt zum Einsatz aus. Das TLF-1 ist soeben am Einsatzort eingetroffen. Das nächste Fahrzeug, das ich jetzt hole, ist die DLK-1. Die Drehleiter mit Korb 1 der Freiwilligen Feuerwehr rückt zum Einsatz aus. DLK-1 am Einsatzort eingetroffen. Die Stützen wurden jetzt schon ausgefahren und der Leiterpark wird soeben errichtet, wie ihr es gerade unschwer erkennen könnt. So. Zwei Männer von unserer Wehr sind jetzt in diesen Korb integriert und gehen jetzt zur Brandbekämpfung vor. Fuhrpark wird ausgefahren. Das letzte Fahrzeug, das hier zum Einsatz ausrückt, ist unser ELW-1. ELW-1. Okay, gucken, ob das jetzt funktioniert, wenn ich da jetzt irgendwie so raufklicke. Okay, dann könnte ich... Ah, da war es gerade.
das Einsatzleitfahrzeug 1 rückt zum Einsatz aus. ELW1 am Einsatzort eingetroffen. So, ich aktiviere jetzt schon mal den Heckwarner und mache den Warnblinker an, damit man so erkennen kann, so ungefähr, dass hier irgendwas anders ist als sonst. So, und jetzt platziere ich noch was auf den Straßen. Damit uns nicht irgendjemand hier reinfährt, mache ich am besten mal so eine Art Tor hier vor. Also ich sperre sozusagen die Straße jetzt vollkommen ab, weil hier geht das perfekt. Weil sonst hatte ich im Einsatz, da war das immer nicht so leicht, irgendwas zu platzieren. Aber hier geht es ja schon mal wunderbar und dann klappt das natürlich auch. So, okay. Dann wurde das erstmal alles abgesperrt. So, hinten hatte ich jetzt, nein, hatte ich nicht. Okay, dann muss ich das hier auch noch machen. Doch, da stehen sie. So, und dann stelle ich hier noch eine Barke hin, dass man ja auch sieht, dass hier wirklich etwas anders ist als sonst. Und das ist eine Barke, die hat Blinklicht. Also sie blinkt so, auch wenn es dunkel wird. Sieht man das denn, dass hier irgendwas anders ist? Okay, ich gehe jetzt auch noch zur Brandbekämpfung vor mit 3 C-Längen zur Unterstützung der anderen Kameraden und lösche jetzt diesen Brand. Naja, okay, oder auch nicht. Da war ja wieder die Sache, ein HLF. Es ist nicht weit, da kommt es her, das HLF 1. Aus der Wehr. Ja, hier ist ein bisschen was schief gegangen, wie ihr das seht. Das ist ein HLF-Wal. Mhm. Ja, cool. Okay. Also stellt euch einfach vor, ich habe gerade die C-Länge, die 3 C-Längen in der Hand, natürlich mit einem Strahlrohr, und habe diesen Brand jetzt gelöscht. Also das ist bloß optische Täuschung, was ihr da seht. Ja, okay. So, damit wurde der Brand gelöscht und immer noch ist es unklar, warum die Garage in Brand geraten ist. Aber das wird bestimmt die Tage noch herausgefunden werden und dann kann der Eigentümer oder der Besitzer dieses Hauses, also dieser Bauer, den dieser Bauernhof gehört, darüber aufgeklärt werden. So, damit können wir abrücken, ein wenig aufräumen, noch alle Sperrungen wegnehmen. Und dann geht zurück zur Wehr und wir warten dann natürlich auf den nächsten Einsatz, der sicherlich bald kommt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt den Daumen nach oben. Ich freue mich auch über jedes Abo natürlich, jedes kostenlose Abo. Das muss man erwähnen. Und dann würde ich einfach mal sagen, habt einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.